Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Kanal hier. Heute habe ich die neue Glock von Omrex hier, also eine 9mm Schreckschussversion, und werde sie vergleichen mit der Original Glock 17. Ich habe zwar hier zwei verschiedene Generationen. Hier sehen wir einen Nachbau der Glock Gen 5, während ich hier eine modifizierte Gen 4 habe. Aber ich denke, um die größten Unterschiede zu zeigen, reicht auch diese. Sie ist von mir ein bisschen modifiziert worden, man sieht man sie an den Cuts und so weiter. Das ist aber jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend. Vom Groben her kann man sagen, wenn man sich die neue Glock Gen 5 ansieht, ist sie schon sehr, sehr gut geworden. Also ist wirklich ein sehr, sehr reeller Nachbau der Glock 17. Und was ich auch sagen muss, ich kenne mich ja doch jetzt schon ein bisschen aus mit Waffen, bei den Schafen auch. Und wenn du das Ding von der Weite siehst, du hast keine Ahnung, dass es sich hier um einen Schreckschuss handelt. Auch wenn du den in die Hand nimmst, du weißt das erst, wenn du entweder den Parkschriftzug liest, der hier angebracht ist, oder wenn du eben vorne einen Lauf schaust oder wenn du repetierst, dann merkst du das natürlich schon. Aber so prinzipiell beim Erstkontakt, da hast du keine Chance, die zu unterscheiden. Ja? Also das ist ganz, ganz schwer. Das Einzige, wo vielleicht ein oder andere Spezialist sofort sagt, ups, hier, dieser Spalt ist zu groß, ja, daran kann man es unterscheiden, der ist nämlich in der Tat bei Glock kleiner. Ich weiß, viele behaupten ja, dieser Spalt, ja, der gehört irgendwie zur Glock, aber bei der Omrex Glock ist der doch etwas größer ausgefallen. Ja, also einige von früher werden sich erinnern, da würde man sagen, da kannst du einen Elefanten durchschmeißen, so groß ist der Spalt. Ja, also das ist ein bisschen nicht so, das ist eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt so aufs erste Mal hinsehen habe an der Waffe. So, das ist vielleicht nicht so hundertprozentig gelungen. Ich weiß, das ist der Technik geschuldet, also man muss immer sagen, die Schreckschussvariante hat ja hier hinten eine Führung und der Rest der Führung geschieht über den Lauf hier vorne. Und deshalb ist auch hier so leichtes Spiel drinnen. Das hast du eben bei der 17er nicht ganz so schlimm. Und daher kommt eben dieser Spalt zusammen. So. Schauen wir uns mal die Abmessungen an. Also die sind wirklich identisch. Ich habe das vorne auch vorher auch gemessen mit der Schublehre oder Messschieber, um ganz korrekt zu sein. So, da sind wir hier bei der Original-Glock bei 25,5 mm und bei der Schreckschuss, ja, genauso, 25,5. Also das ist wirklich ganz, ganz exakt, Griffstück sowieso. Und auch beim Gewicht, ich habe es vorher gemessen, da liegt die Schreckschuss bei 7,35 Gramm mit Magazin, mit leerem. Und die Glock, ja, meine ist ja leicht modifiziert, also kann man nicht ganz eins zu eins nehmen, liegt bei 720 Gramm. Also das ist wirklich minimaler Unterschied und das merkst du einfach auch nicht. Dann zerlegen wir die Waffe mal, um auch noch auf die anderen Unterschiede einzugehen. Beim Zerlegen ist schon mal der erste Unterschied, dass man hier ganz klassisch, wie es eigentlich bei einer Schreckschusspistole üblich ist, den Verschluss nach hinten zieht, dann eben hier vorne greift zum Verschlussfang, der eben gleich angeordnet ist wie bei der Original-Glock, hier das Teil abnehmen kann, dann hat man eben die Waffe grob demontiert. Ja, der hier geht. Na, gehst du raus? Geht auch raus. Und bei der Glock ist das ein bisschen anders. Da muss man eben die Waffe abschlagen und kann dann durchs Ziehen, das heißt Verriegelungshebel, den Schlitten nach vorne abziehen. Man hat eben hier den Lauf zum Herausnehmen, Schlitten oder Verschluss besser gesagt, und das Griffstück, das natürlich jetzt auch hier um einiges leichter ist. Man sieht schon, der Abzugsmechanismus ist natürlich unterschiedlich. Omrex baut hier auf einen innenliegenden Hahn, während Glock ja ein Striker-Fired System ist, also ein Schlagpulsenschloss verbaut. Ja, da sagen auch einige, wäre schön gewesen, wenn es bei der Nachbar-Glock oder bei der Omrex-Glock auch so wäre. Bin ich nicht ganz der Meinung, weil das ein bisschen problematisch ist, weil man muss sich ja immer vorstellen, man muss ja praktisch diese Feder, die drückt ja den Verschluss nach vorne. Und beim Schlagbolzenschloss ist es notwendig, hier beim Abziehen zu spannen. Das heißt, diese Feder hier muss wesentlich strammer sein als diese, um eben den Verschluss nicht mit nach hinten zu ziehen. Und das ist eben, ja, man sieht schon, die Dimensionen bei den Federn sind ja krass unterschiedlich. Also hier ist richtig eine stramme Feder drin. Und hier wird, oh,
Habe ich schon was zerlegt oder kaputt gemacht? Ah, nur zerlegt. Habe ich noch gar nicht entdeckt, dass hier so ein Federteil drin ist. Und hier ist ja so eine kleine Feder drin verbaut. Ja, also die wesentlich weniger Spannung hat als hier von der Glock. Von daher muss das jetzt nicht unbedingt sein, finde ich persönlich. Ja, wenn es der funktionssicher zuträglich ist, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit. So, dann sehen wir uns die Waffen weiter an. Ja, von den Schlittenführungen habe ich ja vorher schon gesprochen. Wie gesagt, da sind hier hinten einmal bei der Schreckschusskleine. Bei der scharfen Variante gibt es zwei Stück, zwei Stahlführungen. Und sonst, ja, Abzugsgestänge ist natürlich auch unterschiedlich, Ausschuss ist unterschiedlich und vom Lauf brauchen wir natürlich gar nicht reden. Was vielleicht auch ganz interessant ist, dass mir fast der von der Umrex Glock das, ja, das Griffstück stabiler vorkommt wie beim Original. Also das hier ist ein bisschen flexibler, das hier ist eigentlich hier wirklich massiv gefertigt. Von daher habe ich jetzt keine großen Beanstandungen beim Griffstück, das ist wirklich auch gut nachempfunden. Ein paar Kleinigkeiten gibt es, zum Beispiel ist halt hier beim Magazin ein Unterschied, der ist natürlich auch vom Gesetz so vorgegeben, also es darf halt keine scharfe 9mm in ein Packmagazin passen, das wäre eben die scharfe 9mm, das ist die Packkartusche und wenn du die jetzt hier ins Magazin laden willst, ist das zum Glück nicht möglich, ja, also weil das kann natürlich auch nicht sehr schön ausgehen für den Verrückten, der das versucht. Und von daher ist das ja auch legitim so. Was allerdings auch für manche interessant ist, dass einige Anbauteile nicht passen, zum Beispiel der Magazinknopf. Der ist original und bei der Nachbau etwas anders, und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Da eben hier diese Kartuschen benutzt werden, ist das Magazin wesentlich eckiger gehalten, als das bei der scharfen Variante ist, weil hier eben die Patrone, bzw. das Geschoss hier vorne gerundet ist, kann man sich hier einen Radius erlauben, den man sich hier nicht erlauben kann. Ja? Das ist auch ein bisschen Unterschied. Das sieht man auch relativ deutlich hier an den Magazinen. Aber das ist jetzt alles nicht so wild. Ja, Lauf ist natürlich klar. Der hier hat ein kleines Löchlein. Der hier hat die Laufsperre. Das ist, glaube ich, denke ich, jedem klar. Und sonst, was gibt es sonst noch? Ja, dann hier bei der Schreckschussvariante ist ein kleiner Pin verbaut. Den sehen wir hier beim Original nicht. Der ist einfach zu da, um den Schlagbolzen zu halten. Das ist eben hier eine ganz andere Konstruktion und denke ich auch verschmerzbar. Was gibt es noch? Ja, die Visierung ist original Glock bei meiner Variante hier. Allerdings ist der Umbau etwas mit Basteln zu verbinden, wenn man das wirklich umbauen möchte, da es hier mit einer Fräsung und einem Sechskantschrauben gemacht wurde und hier mit einem kleinen Senkkopfschrauben. Also da muss man den passenden Schrauben organisieren, wenn man die Visierung umbauen möchte. Hinten ist es kein Problem, da wird sie einfach reingepresst. Ich denke mal, das wird auch identisch sein. Also ich habe es schon rausgehabt. Ich wollte die neue nicht, also eine Originalglock-Visierung jetzt nicht noch reindrücken, weil ich eben mit der Originalen durchaus zufrieden bin. Oder was ist der Original? Mit der von Umrex ist ja auch eine Originalglock, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Dann Backblade, ja, man sieht es, ist auch etwas anders ausgearbeitet. Da ist hier die Fräsung etwas größer. Ich weiß nicht, ob das aus der Soft-Air-Schiene kommt. Es gibt auf jeden Fall Backblades, das ist auch nicht die originale, die da reinpassen. Man kann allerdings auch solche anderen Custom-Backblades, wie gesagt, mit der Feile nachbearbeiten. Das müsste dann auch passen soweit. Das haben sie ganz interessant gelöst, eben hier mit einem kleinen Block, der diese Backblade hält. Original hält das ja mit einem Schlagbolzen mit etwas anderes System. Sonst, was haben wir sonst noch im Angebot? Ja, ich kann euch nochmal die Größe zeigen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich alles exakt gearbeitet. Von den Stärken her unterscheidet sich das gar nicht mal so stark. Also der Schlitten, ja, kommt einem schon ein bisschen schwerer vor. Müsste man mal wiegen, ob da wirklich Unterschied ist. Aber ich denke mal, der Stahlschlitten ist doch noch einiges schwerer. Und was gibt es noch hier? Zum Beispiel die Schlittenführungen sind natürlich nicht so weit rausgefräst wie bei einem Stahlschlitten. Das ist ganz klar, weil einfach die Belastungen beim Zink so groß werden. Also, und es ist auch vernünftig, das hier etwas enger zu halten. Aber das war es im Großen und Ganzen
mit den Unterschieden hier am Schlitten. Die Federn habe ich euch vorher schon gezeigt. Ich denke, das kann man auch ganz einfach sehen. Aber sonst, ja, muss man schon sagen, das war ein echt guter Job vom Umrex. Die Unterschiede sind eben wirklich nur technisch notwendiger Natur. Also ich kann da wirklich nur mein Lob aussprechen. Das ist wirklich ein sehr geglücktes Modell diesmal. Mag sein, dass vielleicht sogar Software-Varianten noch ein bisschen näher dran sind. Allerdings beim in die Hand nehmen merkst du das bei einer Software, möchte ich sagen, früher als bei dieser Variante. Und das muss man schon lobend erwähnen. Bei der First Edition sind auch Glockkoffer dabei. Ich habe hier den Originalglock und nochmal den Originalglock. Nein, also den von der First Edition, das ist ja auch ein Originalkoffer. Und hier den, der bei meiner dabei war. Vom Lieferumfang ist das sehr ähnlich. Das Einzige, was bei der Original-Glock noch dabei war, ist dieser, ja, wie nennt man es, die Ladehilfe von Glock. Und dieses kleine Bürstchen. Und bei der First Edition ja, ist eben diese, der Abschlussbecher dabei und diese Reinigungsbürste. Ein bisschen Paperware, die Griffrücken und eine kleine Fahne, um eben anzuzeigen, dass die Waffe umgeladen ist. So, ich baue jetzt die Waffen zusammen und dann sage ich nochmal kurz ein paar Worte. Das war mein kleiner Vergleich Schreckschuss versus 9mm Barra. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, die Gen 5 ist wirklich eine optisch gelungene Waffe. Technisch ja, steht noch ein weiterer Munitionstest aus. Meine hier hat ja nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Video findet ihr auf meinem Kanal dazu. Aber von der Grundkonzeption her sieht das schon alles sehr, sehr vernünftig aus. Die Oberflächen sind wirklich sehr, sehr schön für eine Schreckschusswaffe, also da habe ich selten was Besseres gesehen. Sonst ist auch alles, ja, wie soll man sagen, im grünen Bereich. Der Kunststoff wirkt authentisch. Das Logo ist, glaube ich, sogar ein Ticken größer als hier bei meiner Gen 4. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei der Gen 5 auch in der Größe ist oder ob hier Omrex nochmal extra ein bisschen was dazu getan hat, weil so eine Glock-Lizenz, ja, ist sicher auch nicht für ein Apfel und ein Ei zu bekommen. Und ja, auch das praktisch Verschlussfang links und rechts Funktion haben, gibt es ja bei Umrex auch ein paar Varianten, wo das hier eben ein Fake-Verschlussfanghebel ist, dass der Zerlegehebel richtig funktioniert. Ja, und alle anderen Änderungen sind wirklich von technischer Natur, von daher kann man eigentlich Glock kaum einen Vorwurf machen bei der Waffe. Beim Preis, finde ich, sind sie noch ein bisschen zu hoch, ja. Könnten sie noch ein bisschen runter, aber eigentlich sonst spricht nichts, wenn man wirklich einen Schreckschuss-Glock-Nachbau haben möchte, einen möglichst realistischen, dann führt kein Weg an der Waffe vorbei und da wird man auch zu 100% zufrieden sein. Also es gibt jetzt hier kaum jemand, der hier große Mücken finden kann, auch wenn er zum Beispiel Umrex nicht mag oder eben andere Gründe hat, warum eben Schreckschusswaffen oft in der Luft zerrissen werden. Das findest du eben hier bei der Waffe kaum. Und ja, ich muss sagen, schön Umrex, dass du dazulernst, beziehungsweise dass du auf die Wünsche eingehst. Hoffen wir, dass das so weitergeht. Ich blicke da jetzt doch ein bisschen optimistisch in die Zukunft. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gern Abo und Abo, natürlich ein Abo da und einen Daumen hoch und sage danke und tschüss.